Herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Wir machen heute den Bosskampf gegen Int Gogeta mit einem Fusion-Team. Es ist für mich der erste Versuch. Ich weiß nicht, was ich zu erwarten habe. Wir hoffen einfach mal, dass das so gut wie möglich funktioniert. Schalten wir doch zuerst Goku aus und anschließend Vegeta. Da ich nicht zu viele perfekte Fusion Warrior Leute habe, also ich habe schon die Baseform Gotenks, Cess und sogar Balot, da die aber jetzt nicht so stark sind, cool, wir kontern, habe ich gedacht, da Gogeta halt auch 50% auf Tech-Type gibt, habe ich noch LR Goku und den den Tech-Vegeto reingepackt, da er A, mit all den Fusion Warrior natürlich gut linkt und B, diese noch um 25% durch seinen Passiv-Buff oder 30% und durch seine Super-Attack nochmal um 25%. Also habe ich versucht, das Beste draus zu machen, was möglich ist. Die erste Runde ist gepackt. Jetzt kommt, glaube ich, kommt jetzt schon Paikuhan? Ne, es kommt erstmal Veku. Alles klar. Ja, hier sieht man schon, der Junge Tech Vegeto bufft und linkt ganz gut mit den Kollegen. Gehört zwar nicht zur Category, aber funktioniert trotzdem ganz gut. Er ist halt jetzt nicht super stark, aber ist ja auch ein Supporter, kein Angreifer. Mal schauen, was wir hier ziehen. Den neuen Gogeta habe ich noch nicht gezogen. Ihr müsst wissen, das Video nehme ich nach dem Dual Sum mit Berry Blue auf, aber noch vor dem Dual Sum an Janemba. Warum, werde ich im Janemba Video erklären, weil es ja auch erst später gedreht wird, so in 2-3 Stunden. Und jo, wir haben ihn auch ausgeschalten im Veku mit 2 Crits, läuft auf jeden Fall. Gogeta hier, ganz starkes Team. Ich glaube, ich habe mir das etwas zu einfach gemacht, das Team rockt ja schon sehr. Dann machst du wieder deine Super auf ihn. Hoffentlich konntest du was, falls es super hat. Ja, ich habe das schon mal mit dem dreifachen Gotenks erklärt, also als dreifacher Super Saiyajin. Der Nachteil ist natürlich, in all den Teams, in denen er gespielt wird, Monotech, Supertech, Fusion Category, er kriegt meistens 12 Ki durch die guten Links. Das ist halt sein schwächster Finisher. Irgendwann kann ihn hier gar nicht so optimal ausspielen, man muss das irgendwie anders planen. Aber im Fusion Category Team kriegt er 300% Buff durch die Leader. Das heißt, auch der schwächste Super-Attack bei ihm hier geht schon auf 900k hinaus, also ist schon akzeptabel. Wow! Ich habe mir es ja viel zu einfach gemacht, wir kommen ja hier viel zu einfach durch. Da sind wir jetzt schon bei Gogeta angekommen. Läuft bei mir auf jeden Fall. Oh, da kann richtig nicht gestunt und nicht gesealt werden. Das ist ein bisschen spannend. Natürlich hochintelligent, hier so viel Tech-Units zu haben. Wir müssen einfach hoffen, dass wir ihn jetzt hier richtig schön durchquitten. Also die ersten drei Phasen waren mega leicht. Mein Gefühl sagt mir aber, dass die letzte Phase jetzt richtig schlecht laufen wird. Weil er einmal auf Tech angreift. Aber LR Goku hat wenigstens hohe Stats. Okay, der Schaden ist noch verkraftbar. So, der alte OG Gogeta greift den neuen an. Mal schauen, was er ausrichten kann. Mit einem Crit 500k. Dammit, das ist nicht perfekt, aber schon mal gut. Okay, wir tanken eigentlich ganz gut weg. Mit 1,4 Millionen geht hier Super Saiyan 4 Gogeta ins Spiel. Mal schauen, wie viel wir da ziehen. Als Tech vor allem, oh Mann. Ja, 250k, okay, das kann ein Problem werden. Elago geht mit 400k rein. Oh, das wären wahrscheinlich nur so 100k, die wir ziehen. Ne, mit Crit sogar 300k. Und wie viel verlieren wir daneben? Okay, 30k geht sogar noch. Jetzt haben wir nur noch Tech-Units. Oh Mann, die Runde sieht jetzt suboptimal aus. Ja, wir müssen auf Konter hoffen. Komm, Jungs. Oh, die ganzen Orbs sind eigentlich so verführerisch für LR Goku. Ich glaube, für den lasse ich die auch liegen. Ja, warum nicht? Oh, wir kontern. Was für ein Glück. Boah, wir werden gesupert. Aber Gogeta kontert den anderen Gogeta aus. SSJ4, FTW und so. Zack. Zwar kein hoher Schaden zu erwarten, aber es läuft. Wir haben ja Gogeta schon circa die Hälfte seines Lebens abgezogen. Für ein Team, was zum größten Teil aus Tech besteht, ist das eigentlich recht solide. Oder? Ja, es geht eigentlich. Wir tanken auch ziemlich gut weg, dafür, dass wir Type-Nachteil haben. Oh, wir chargen über 1 Million. Seht ihr, mit dem schwächsten Finisher, weil Super Vegeto hier mit im Spiel ist. Sag ich schon, Super Vegeto, der Tech Vegeto. Und noch eine Additional obendrauf, immer nett. Okay, wir verlieren schon mal mehr Schaden. Der wird jetzt am meisten Schaden nehmen, denke ich mir. Yo, 40k. Okay, jetzt haben wir... Oh, jetzt haben wir es optimal. Ich glaube, ich mache sogar lieber so. Nur aufgrund der Tatsache, dass der Fütanks hier Type-Vorteil hat und daher am meisten einstecken kann.
glaube, ich heile mich jetzt einfach mal routinemäßig zum ersten Mal. Wir haben ja bis jetzt noch kein Item verbraucht. Wahrscheinlich wäre es auch nicht mehr nötig, aber wir machen es einfach mal. Jetzt habe ich halt eben Gogeta ausrotiert. Also aus der Rotation geschmissen, den vierfachen Gogeta. Ist aber, glaube ich, ganz akzeptabel. Was ziehen wir hier wieder? 400k. Additional mit Crit. Locker nochmal 200k. Ne, nur 100. Und wir machen jetzt mit Fü-Tanks erstmal nichts, weil wir gesupert werden. Oh, das wird wehtun. Das wird locker richtig wehtun. Gut, dass wir uns geheilt haben. Ja, 100k. Und Fü-Tanks darf hier sealen. Leider zu spät. Und noch mit Type Advantage angreifen. Was geht dann da durch? Oh! Fü-Tanks! Also sprich, Gotenks hat Gogeta geschlagen. Uiuiui. Oh, das ist ja geil. Okay, dann habe ich den Bosskampf geschafft. Viel zu einfach als erwartet. Vielleicht sollte ich ihn nochmal filmen mit einem schwächeren Team. Also einem Team, was auch aus der damaligen Generation stammt. So Mono AGL oder sowas. Also Super AGL, Super SDR. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.